Hallo, liebe Deutschlerner! In diesem Video möchte ich mal wieder ein kleines bisschen von meinem Leben teilen. Und zwar bin ich eine Nachteule. Ja, was ist eine Eule? Eine Eule ist ein Tier, ja, das nachtaktiv ist. Ja, die Eule ist nachts aktiv. Ja, man kann auch sagen Nachteule, um zu unterstreichen, dass die Eule nachts aktiv ist. Ich bin kein Biologe, vielleicht gibt es auch Eulen, die tagsüber aktiver sind, ja, aber die meisten Eulen sind nachts aktiv und deswegen nennt man bestimmte Personen, ja, bestimmte Persönlichkeiten auch Nachteulen, wenn diese Personen nachts aktiv sind. Und zwar stehe ich um 9 Uhr auf, ja, um 9 Uhr, um 10, ja, manchmal auch später. Dann arbeite ich und so weiter und ich bleibe dann hier in dieser Coworking Space manchmal bis 2 Uhr oder 3 Uhr nachts, weil ich die Atmosphäre sehr schön finde. Ja, ich bin jetzt einer der letzten, die hier noch sind. Es ist 12:30 Uhr, ja, und es gefällt mir dieser Lifestyle, ja, nachtaktiv zu sein. Und genau, und jetzt kommt auch der Hausmeister. Der Hausmeister kommt immer nachts und überprüft, dass alles aus ist, was nicht benutzt wird, ja, damit nicht zu viel Strom verbraucht wird. Genau, den treffe ich dann auch jeden Tag, ja, weil ich einer der Letzten bin und er natürlich überprüft, dass zum Beispiel die Klimaanlage nicht an ist, wenn sie nicht benutzt wird, oder dass die Lichter nicht an sind, wenn sie nicht benutzt werden. Ich meine, jetzt sind immer noch sehr viele Lichter an, aber ich nehme an, ich brauche sie noch. Im gewissen Sinne brauche ich sie, weil je heller es ist, desto mehr Leute schauen ein Video. Also es ist statistisch so, wie auch immer. Na, ich brauche nicht alle Lichter, aber oft, ich meine, ich möchte nicht zu viel Licht verbrauchen, nicht mehr als ich wirklich brauche, aber oft ist es psychologisch viel besser, viel Licht zu haben, damit es schön hell ist. Ja? Also ich sage das auch nur, weil jemand in einem anderen Video kommentiert hat, warum sind so viele Lichter an? Ja, es gibt nur 2 Schalter. Ja. Ein Schalter für das Licht hier oben, also die ganzen Lichter hier, und ein Schalter für all die Lichter hier. Ja. Und jetzt ist alles hell. Naja. Und ja, das ist jetzt mein Leben. Ja. Und ich bin hier in dieser Coworking Space. Es gibt hier gutes Internet. Ich kann hier in Ruhe arbeiten und jeden Tag arbeite ich viel an Authentic German Learning und das ist ja die perfekte Umgebung hier für mich zum Arbeiten und ich bin hier sehr glücklich gerade in Ho Chi Minh City, ja, in dieser Coworking Space. The Hive heißt sie, also falls du in Saigon bist und mich treffen möchtest, ja, ich bin hier im The Hive, ein schöner Ort. Gut, genau, also das ist ein kurzes Update oder ein längeres Update aus meinem Leben und ich habe euch auch die Coworking Space schon einmal gezeigt in einem Video, ja, aber jetzt sieht sie sehr leer aus, ja, nur eine andere Person ist hier noch anwesend, aber in einem Raum, das heißt, ich störe die Person nicht, ja, und ja, hier arbeite ich, ja, ich kann hier stehen, also das auch etwas
was ich sehr empfehlen kann, ja. Stehen beim Arbeiten, also wenn du einen Tisch hast, ja, der ein bisschen höher ist und du kannst stehen beim Arbeiten, dann ist das viel belebender für den Körper, und wenn der Körper belebt ist, dann funktioniert auch der Geist, genau. Und hier ist der Ort, wo ich viele Videos mache, wenn ich gerade mal nicht alleine bin und die Leute nicht stören möchte. Ja, hier ist ein bisschen schallisoliert und dann scheint von hier die Sonne rein und dann mache ich die Videos hier, und so sind viele Videos entstanden, die du gesehen hast. Ja. In Zukunft, also in den nächsten Wochen, möchte ich ehrlich gesagt auch mehr Videos draußen machen. Ja. Das ist eine Schwierigkeit für mich, ja, da muss ich ein bisschen aus meiner Haut herausgehen, also ich muss ein bisschen extrovertierter werden, um auch Videos draußen zu machen. Lärm ist manchmal ein Problem, aber manche von euch haben auch gesagt, dass Lärm okay ist, ja, also dass es nicht zu schlimm ist, wenn es ein bisschen Lärm gibt. Und eine Person hat sogar gesagt, hey, es ist sogar gut, wenn Lärm im Hintergrund ist, weil ich dann mich trainieren kann, Deutsch zu verstehen, ja, auch wenn Lärm ist. Ja? Also ja, das ist mein Video über meinen nachtaktiven Lifestyle. Und meine Frage an dich heute ist, bist du auch nachtaktiv oder bist du jemand, der früh morgens aufsteht und morgens am produktivsten ist, am Morgen die beste Arbeit erledigt? Ja? Ich bin ein Fan vom Frühaufstehen, weil es psychologisch sich total gut anfühlt, ja, früh aufzuwachen und früh aufzustehen und sehr früh schon zu arbeiten, aber ich mag die Nacht zu sehr und deswegen kann ich natürlich nicht früh aufstehen, wenn ich so spät ins Bett gehe. Ja? Manch einer steht um 5 Uhr morgens auf, oder kann ich nur sagen, hey, ich stehe sogar 20 Stunden früher auf. Okay, also was bist du, Nachteule oder Morgenenthusiast? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Bis dann, bis morgen.